Hallo Leute, endlich ist Mauer der Toten draußen. Und hier ein kleines Tutorial, wie ihr den Strom und Pack-a-Punch aktivieren könnt. Und ja, es ist keine große Kunst, folgt einfach immer nur den Pfeilen hier an der Wand, das ist der schnellste Weg dann zum Strom. Ich muss den Weg zum Strom hier ein bisschen füllen, also lasst gerne mal ein Abo da, wenn ihr neu hier seid, ihr bekommt hier Tutorials und Easter Eggs und alles rund um Call of Duty Zombies. Und ja, ihr müsst einfach immer nur straight vom Dach runter in den Keller. Wie gesagt, einfach nur den Pfeilen an der Wand folgen, die führen euch dann zum Strom. Wenn ihr dann hier unten bei der Bahnstation angekommen seid, Achtung, sobald ihr da runterkommt, kommt immer gleich so ein Zug. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht überfahren werdet und es spawnen auch ein paar Zombies. So, jetzt geht es straight zu dem Stromschalter. Und wenn ihr dann bei dem Stromschalter seid und den aktiviert, dann geht das sofort wieder aus. Er sagt dann zu euch, ihr müsst noch zwei separate Sicherungen finden. Und das wird euch ja angezeigt. Auf der Map seht ihr dann hier zwei Ausrufezeichen und da müsst ihr hingehen. Da sind dann eure Sicherungen. Wenn ihr da im Umkreis seid, dann spawnt hier so ein Avogadro. Den müsst ihr einfach töten und die Sicherung holen. Wenn ihr den ersten gekillt habt, dann guckt ihr auf der Karte, wo der nächste ist. Dann geht ihr einfach da hoch und wie gesagt, ihr geht da in den Umkreis und schon spawnt er. Dann müsst ihr ihn nur töten und schon kriegt ihr die nächste Sicherung. Wenn ihr dann beide Sicherungen habt, dann geht ihr runter und dann könnt ihr den Strom aktivieren. Sobald ihr den Strom anhabt, geht ihr hier hoch zu Pack-a-Punch. Dann könnt ihr das Ritual aktivieren und dann müsst ihr einfach nur kurz die Dinger platt machen und überleben und dann habt ihr Pack-a-Punch aktiviert. So, und schon habt ihr Pack-a-Punch aktiviert. Wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Haut rein. Peace.